Sorge, was passiert, wenn der Führer plötzlich stirbt. Er rechnet mit einem Machtkampf. Zwischen zwei Gruppen. Welche er damit meinte, hat er nicht erwähnt. Na, wir, nicht etwa Gruppen innerhalb unseres Volkes oder innerhalb des Nationalsozialismus, sondern die Gruppen zu denken, von denen er Ende Dezember gesprochen hatte. Ich rechne damit, dass wir ausbrechen werden. Ja. Für diesen Fall habe ich bereits Befehle niedergelegt, die Ihnen der Major Hallessa, der als Generalstabsoffizier zur Kommandantur treten wird, daher übergeben wird. Und die erste Maßnahme von Ihnen als Wehrmachtkommandant wird sein, das Regierungsviertel abzusperren und niemanden herein und rauszulassen. Ja. Am 20.12 Uhr kam der Major Hallessa zu mir aufs Büro und sagte, dass das Attentat am Nachmittag stattfinden würde. Er würde gegen 16:30 zur Verfügung stehen. Den Auftrag hatte der General an die Kommandantur. Und die Kommandantur, also ich, hat weitergegeben an jetzt den Oberstleutnant. Eben! Also die Auftrag!